Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch auf Motare Ecosi, irgendwo hier oben. und wollen jetzt den Haupttempel hier betreten. Dazu müssen wir ein bisschen hier rumspielen, habe ich so das Gefühl. Ja, die findet Teile der Steinscheibe ersetzen. Die massive goldene Scheibe ist mit komplizierten Gravierungen und Inschriften bedeckt. Du kannst Symbole ausmachen, die Pflanzen, Tiere und Boote darstellen. Allerdings liegt in ihrer Zusammenstellung keine erkennbare Ordnung oder Bedeutung. Dir fällt auf, dass die leere Vertiefung der Steuerungseinheit den gravierten Ringen entspricht, die du in den Ruinen gefunden hast. Die zentrale Inschrift lesen. An alle auf Abwege geratene Blutsverwandte, die sich fern der vertrauten Ufer befinden, möge diese Karte euch den Weg nach Hause zeigen, damit euer Stamm euch mit offenen Armen willkommen heißen kann. Eingravierte Worte erinnern sich an das, was die Toten vergessen. Sucht eure Trost in diesem Heiligtum, lest, was es euch zu lehren hat, und lasst die Hand, die das Steuerrad führt, sie von diesem Wissen leiten. Ja, gucken wir mal nach einem Muster. Du kannst vage erkennen, wie die verschiedenen Punkte der eingravierten Symbole zueinander zu gehören scheinen. Obwohl sie von entgegengesetzten Seiten der Schnitzerei stammen, bilden sie doch eine zusammenhängende Form. Eine Vertiefung im Ring erinnert an eine Steuerungseinheit, die man dazu benutzen könnte, die beweglichen Teile der Scheibe zu steuern. Aber irgendwas fehlt. Ja, die Teile, die wir noch haben. Stand hier noch was bei der Schrift? Die Ringe, die sich in deinem Besitz befinden, sollten sich ohne Schwierigkeiten um die innere Achse der Steuereinheit herumlegen lassen. Ja, wir gehen aber erstmal noch kurz weg und lesen, was hier steht. Ja, ich bin auf eine Steinscheibe gestoßen, auf der ungewöhnliche Gravuren prangen. Der Scheibe fehlen zwei Teile. Ohne sie werde ich die Inschrift nicht entschlüsseln können. Die Teile lassen sich möglicherweise in den Ruinen von Motare Ecosi finden. Ich habe ein goldenes Rad gefunden, das um den äußeren Kreisumfang der Scheibe passen sollte. Ich habe ein graviertes Rad gefunden, das um den Rand der Steinscheibe passen sollte. Ich habe die grüne Dame wiederhergestellt und mir ihren Dank erworben. Mir steht es frei, ihre Schätze nach etwas, das mir nützlich sein könnte, zu durchsuchen. Stand das nicht auch hier schon? Ja. Gut. Also setzen wir mal beide ein. Die Ringe fügen sich mühelos ein und passen genau um die zentrale Achse herum. Der äußere Ring trägt die Worte in der Runensprache der Huana. Ja, Gegenstände verloren, goldener Innenring, goldener Außenring. Vier Symbole zieren das innere Rad. Sie zeigen die Säule des leuchtenden Adra, die hier beheimatet Wiki-Frucht, eine Abbildung der Wasserform, kurz der Huana und eine liebevoll eingravierte Insel. Die Art und Weise, wie die Sehenschrift zueinander passen, deutet auf eine Verbindung der beiden hin. Etwas an der Insel zieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Die Runen sind rundherum eingraviert. Die Runen, die rundherum eingraviert wurden, sind ganz besonders sorgfältig ausgeformt. Und jede Maßangabe nutzt diese Insel als Ausgangspunkt. Es ist Okaizo. Yay, wir haben Okaizo gefunden. Können wir nach Hause? Ekera, sehen wir beide dasselbe. Mit einer tillen Hand wischt sich Tikeo über den Mund. Eine Reihe von Punkten auf den Tafeln des äußeren Rings mit ihren Inschriften deutet darauf hin, dass sie nacheinander gedreht werden sollten. Beginnt mit der ersten und endet mit der vierten. Das Rad in die erste Position drehen. Ja, die erste Inschrift lautet, auch wenn ihre Wurzeln aus dem lichtlosen Gedärm von Rikuhu herauswachsen, gewährt ihre Ernte doch eine willkommene Zuflucht. Rikuhu war... Ah ja, Berat. Der innere Ring lässt sich so drehen, dass er sich an einem Symbol der Inschrift anfügt. Das Rad so drehen, um die Inschrift mit dem Symbol der leuchtenden Adra in Übereinstimmung zu bringen. Das Rad drehen, um die Inschrift mit dem Symbol von Okaizo in Übereinstimmung zu bringen. Das Rad drehen, um die Inschrift mit dem Symbol der Quiki-Frucht in Übereinstimmung zu bringen. Das Rad dreht, um die Inschrift mit dem Symbol des Wasserforms in Übereinstimmung zu bringen.
Also die Inschrift lautet, auch wenn ihre Wurzeln aus dem lichterlosen Gedärm von Hirikur herauswachsen, gewährt ihre Ernte doch eine willkommene Zuflucht. Ja, also Rikuho ist Berat. Was ich als erstes mit Berat in Verbindung bringen würde, wäre der leuchtende Adra. Weil die Reinkarnation funktioniert ja so: unsere Seele wandert aus dem Körper ins nächste leuchtende Adra, von da aus ins Erdinnere, in Berats Reich, wird wiedergeboren in irgendeinem anderen Körper. So oder so ähnlich, grob mal. Wird wahrscheinlich nicht ganz stimmen, was ich jetzt erzählt habe, aber so in etwa. Deswegen sind ja auch viele Seelen im leuchtenden Adra gefangen gewesen, bis ich das Adra wieder richtig hergestellt hatte. Ja, das zweite jedoch ist die Koiki-Frucht. Die Todesfrucht, wie sie genannt wird. Und da hier mit er von Ernte gesprochen wird und von Wurzeln, gehe ich mal davon aus, dass es die Koiki ist. Ja, du drehst das Rad, bis die Inschrift mit dem Symbol der Koiki-Frucht in Übereinstimmung steht. Die Art und Weise, wie die Steuerungseinheit auf der Scheibe aufsitzt, lässt darauf schließen, dass du diese Konfiguration herunterdrücken kannst. Ja, den metallenen Teil hineinpressen. Du drückst mit deinem gesamten Gewicht auf die Steuerungseinheit. Tief in der Scheibe hörst du, wie die schweren Teile sich drehen. Die goldenen Ringe springen wieder nach oben, bereit, erneut gedreht zu werden. Die nächste Inschrift lautet: Unser Bündnis ist unser Schutz. Diese versteinerten Gliedmaßen bedeuten die Gesundheit und Sicherheit des Todesfeuers. Das ist jetzt gut. Also das Wasserformen schließe ich schon mal aus. Aber ist damit Okaizo oder der Adra gemeint? Ich versuch's mal mit dem Adra. Du drehst das Rad, bis die Inschrift mit dem Symbol des leuchtenden Adra in Übereinstimmung steht. Hineinpressen. Nur mit einem gewissen Widerstand lässt sich das Rad in die Position drehen. Das liegt wahrscheinlich am Alter der Scheibe und an deren langen Vernachlässigung. Unterhalb der Scheibe ist erneut das Ächzen der Zahnräder zu hören. Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht. Die nächste Inschrift lautet: Ingate hat ihrem auserwählten Volk die Herrschaft über ihr dunkles und stürmisches Königreich geschenkt. Das ist Wasserform, das ist einfach. Du drehst das Rad und bringst das Symbol des Wasserforms zur Übereinstimmung mit der Inschrift. Ja, und hineinpressen. Von irgendwo unterhalb der Scheibe ist mehr und mehr ein restlich lautes Mahlen zu hören. Ob dies auf ein gutes Ende hindeutet oder nicht, bleibt abzuwarten. Okay, es war doch richtig. Die letzte Inschrift lautet: Unser Ursprung, unser Ziel, unsere Heimat. Wo auch immer wir sind, sie ist der Horizont. Das ist dann Ukaizo. Du musst ziemlich viel Kraft aufwenden, doch dann gleiten die Ringe in die richtige Position. Es folgt eine lange Stille. Unruhig fragst du dich, ob du auch wirklich die korrekte Kombination eingegeben hast und welche Konsequenzen dein Tun nach sich zieht, ob es nur die richtige oder falsche Kombination ist. Die Betätigung der Steuerungseinheit hat die Ringe der massiven inneren Scheibe in eine neue Position gedreht, und zwar eine, bei der alles nahtlos zueinander passt. Die Gravierungen schließen auf eine Weise miteinander, dass sie schließlich die Form des Todesfeuers bilden. Das Bild, das entsteht, ist keine genaue Karte, sondern ein Index von Inseln und Koordinaten, die in Beziehung zueinander organisiert sind. Du erkennst, dass einige der angegebenen Standorte nur auf das offene Meer deuten. Hier und heute mit Hilfe dieses vereinten Systems eine Route festzulegen wäre undenkbar. Unter den ganzen Inseln sticht ein Name besonders hervor: Ukaizo. Du zeichnest ein Reibebild von der Scheibe in ihrer vollständigen Form ab. Dem Anblick deiner Umgebung nach zu urteilen, ist dieses Koordinatensystem schon seit Jahrhunderten unberührt geblieben. Die Ergebnisse, die du entdeckt hast, könnten für irgendjemand von Interesse sein. Ja, du hast den Questgegenstand erhalten: Huana-Karte. Diese Karte wurde von einem Relief auf Papier gepaust und stammt aus den Ruinen von Motare Ukwosi. Sie zeigt ein komplexes Navigationssystem, das die alten Huana einst benutzt haben. Vermutlich, um verirrten Reisenden den Weg zurück nach Hause zu weisen. Da die Katastrophe die Gestalt des Todesfeuers großflächig verändert hat, haben die Koordinaten heute keine praktische Bedeutung mehr. Dennoch bedeutet ein Verweis auf Ukaizo, dass diese Karte vielleicht nicht nur für Historiker interessant sein könnte. Ja, wurde im Lager abgelegt. Ja.
Du zeichnest ein Reibebild der Scheibe, vollständige Form ab. Dem Anblick deiner Umgebung nach zu zeigen, ist dieses Koordinatensystem. Ja, das hatten wir schon. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob dieser Schatz wirklich für jeden zugänglich sein sollte, der gerade zufällig vorbeikommt. Die goldenen Ringe sind fest eingerastet. Die Scheibe unversehrt lassen. Wir vertrauen einfach mal drauf. Jetzt, wo innere und äußere Räder korrekt aneinander ausgerichtet sind, erinnert die Scheibe endlich wieder an ihre geplante Funktion. Es ist eine Karte, die rund um antiquierten Maßangaben der Insel aufgebaut wurde. Ja, wir lassen die Scheibe in Ruhe. Wir können jetzt... Ja, ich habe die beiden Räder wieder an der Steinscheibe angebracht. Jetzt lässt sich die Inschrift entschlüsseln. Die Gravuren auf der Scheibe sind sehr alt und es bedarf einigen Aufwands, sie zu übersetzen. Eine Inschrift auf der goldenen Scheibe lässt darauf schließen, dass das Wissen in Ruin ihre Geheimnisse enthüllen könnte. Prinz Arui wird an meiner Entdeckung interessiert sein. Ich kann ihm auf Nekataka im Palast der Schlangenkrone finden. Gut. Mainquest. Bestie des Winters. Letzte Zuflucht haben wir jetzt. Kopfgeld haben wir. Das Kopfgeld haben wir auch. Das Kopfgeld auch. Das haben wir auch. Da müssen wir zu Azura mit Maya. Okay. Das ist die Krypta. Das ist noch nicht so wichtig gerade. Haben wir auch. Das haben wir auch. Das Kopfgeld haben wir. Das ist auch beides Bestie des Winters. Und das hier... haben wir auch, das Kopfgeld. Gut, das heißt, wir gehen jetzt Kopfgelder kassieren und neue Kopfgelder holen. Brauche ich eigentlich für Berkanas Nahheit irgendeinen bestimmten Charakter? Nö. Ich sollte also Tikeo und Maya jetzt dann mitnehmen. Ist jetzt die Frage, will ich erst noch ein bisschen weiter erkunden und mich im Norden umsehen an den anderen Inseln? Also vorbeifahren an Markrands Schlund, wo ich eigentlich für die Mainquest hin muss. Und dann nach Nekataka zurückkehren oder kehre ich gleich nach Nekataka zurück? Weil das meiste muss ich in Nekataka abgeben. Für die Prinzipi muss ich nach Krummsporn, also für die Kopfgeldquest. Werden wir ja sehen. Und ja, ich habe mal nach diesen Megabossen, wie sie ihn wirklich laut Wikipedia, nicht Wikipedia, laut dem Pillars of Eternity Wiki heißen, sind es Megabosse. Von denen gibt es 4 Stück. Also einer ist hier oben irgendwo gewesen. Ja, geflutete Höhle. Wo ist die Salzgrotte? Ja. Ja. Das zweite war ja hier unten. Und es gibt noch 2 weitere. Oh ja, da oben brauche ich gar nicht gucken. Das ist nämlich das dritte. Die Kristallwüste. Aber doch, wir können uns das Ganze mal angucken gehen. Das heißt, wir segeln jetzt erstmal zu dem hier raus, zu den brennenden Sandbänken. Segelt der uns hinterher zufällig? Ja. Der will was von uns. Das Segeln bietet eine willkommene Atempause vom Motaro Okuse, bis sich in deinem Fernglas die Silhouette eines heranreinenden Schiffes immer deutlicher abzeichnet. Der Wind wendet sich gegen dich, als der Verfolger eine gut ausgerüstete, rautanische Tschunke mühelos näher kommt.
Stolz weht an ihrem Mast die Flagge der königlichen Todesfallgesellschaft. Eine große Plakette auf ihrem Rumpf weist sie als die wohltätige Aegis aus. Ein lauter Knall gefolgt von einem Platschen verrät dir, dass gerade eine Kanonenkugel über deinem Bug hinweggeschossen wurde. Hebe die Gefechtsbereitschaft auf und bereite dich auf eine Inspektion vor. Eine befehlsgewohnte Stimme brüllt laut genug, um das wilde Rauschen der Welt zu übertonen. Brüllen, Parley, ja. Die wohltätige Aegis kommt nahe genug heran, dass du die Mannschaft sehen kannst. Es sind harte und disziplinierte Küsten am Mauner. Einer von ihnen löst sich vom Rest und setzt seinen Stiefel auf die Reling. Mein Name ist Pai und ich werde mich klar ausdrücken. Du hättest Motari Okusi nicht verlassen, wenn du nicht das gefunden hättest, das wir beide haben wollen. Die Karte. Seine Hand ruht auf dem Knauf eines Schwertes. Die Karte Tuhan an einem Stiefel verstecken. Ich habe nichts gefunden, aber es steht dir frei, die den Feind zu durchsuchen.